Hi, ich bin's, Edita. Ich bin hier in Teneriffa und drehe den Videoclip zu meiner neuen Single The Key und ihr seht jetzt das Making-of. You got the key to love. Mein Tag hat mitten in der Nacht angefangen, würde ich mal sagen. Ich musste um 3:30 aufstehen, habe schnell geduscht und bin dann ein Zimmer weiter zur Constanza, zu meiner Maske. Und dann haben wir direkt um 3:45 angefangen mit Maske, Haare machen, schminken. Und dann bin ich in Styling, mich eingezogen und dann fingen wir eigentlich schon um 6:30 an mit Drehen. Wir mussten, das Wichtige war ja, wir wollten unbedingt den Sonnenaufgang mitnehmen in den Clip rein und das hat zum Glück gepasst und die Bilder waren dazu, haben gepasst und ja, ich habe mir zum Glück in diesen 3 Sekunden, wo die Sonne aufgeht, nicht in der Nase rumgebohrt, sondern es war wirklich, also es war, wir mussten uns ein bisschen beeilen, aber es hat gepasst. Yes. Wieder ein bisschen Ich habe aus Berlin meine Stylistin und meine Maskenfrau mitgenommen und wir hatten einen riesen Spaß hier im Süden von Teneriffa. Es war echt der perfekte Ort, um zu drehen und ich kann es nicht fassen, dass wir Januar haben und solches Wetter. Also wir hatten echt Glück mit dem Wetter. Ein super Team, also das war eigentlich eine Party gestern, kann man das so sagen. Also der Dreh war irgendwie, obwohl es anstrengend war, obwohl ich manchmal genau in dem Moment, wo die Sonne unterging und als windig wurde, einfach unter einem Regen stehen musste, schweinekalt war, war es für uns einfach wirklich gleichzeitig ein großer Spaß. Macht das hervorragend. Ist ganz toll dabei. Und das ist auch kein leichtes Set. Es ist auch kalt, das Wasser ist nicht wirklich warm. Es geht ein Wind, du siehst, ich habe eine Jacke an, obwohl wir auf Teneriffa sind. Es ist nicht angenehm, aber sie ist eine Kämpferin, das gefällt mir gut. Wir wollten halt auch so ein bisschen dieses Pure, dieses Natürliche mit reinbringen, aber ich bin halt auch ein Mädchen und trage halt auch gerne Kleider. Deswegen habe ich gesagt, will ich auch irgend so was wieder flatteriges, großes, glänzendes Kleid haben. Und das war schon geil, als ich das gestern nur auf der Handykamera gesehen habe. Also die Constanza, meine Maske, hat das ein bisschen aufgenommen. Ich fand, das sah schon richtig geil aus. Meiner Meinung nach war alles schön, was wir gedreht haben. Aber ich denke, es ist alles gut. Soweit, so gut. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen ranhalten, weil wir gerade das allerletzte Licht verlieren. Und den Shot müssen wir auf jeden Fall noch schön hinkriegen. Dann haben wir noch ein Bild in der Nacht und dann trinken wir alle ein Bier zusammen. Meine Lieben, wir sind fertig. Wir sind fertig. Es ist zu Ende. Ich hoffe, es wird gut. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt duschen und schlafen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, dass ihr dabei wart beim Making of. Und ich hoffe, das Video gefällt euch. Gute Nacht.